Slowenien oder Ungarn oder jetzt kannst du noch andere Länder nennen. So, das heißt, meine Stufen sind unterschiedlich. So, das heißt, die gleiche Energie, ich mache das gleiche Geld in der Appmas. So, Appmas ist da, dass die Leute wirklich eine akademische Ausbildung über die Jahre hinbekommen, das gesamte Wing Chun-System, nicht nur eine Form oder Programme lernen, sondern jedes in Detail lernen. Und ich habe heute im Crashkurs mal ein bisschen, das sind vielleicht wirklich 10% von meinem Wissen, euch mal auf ein Silbertablett gegeben, das sind ein paar Bewegungen, die ich gemacht habe, aber die Ideologie, die könnt ihr sehen. Ich kann ja sehen, wie gut ihr seid, was ihr könnt. Das ist euch überlassen. Ich zwinge keinen, meine Schüler sagen, meine Tür ist offen. Wenn jemand in mein Haus kommt, muss er Regeln respektieren und nicht einen Fuß auf den Tisch mal mit der Hundescheiße, die er vorher reingetreten hat, sondern der muss die Regeln und alles rezeptieren. Und wenn ich hier bin, ist wirklich euer Sifus. Regeln und Klaus und so, ich bin sehr freundlich, aber ich muss auch frei mich verständigen können. Und das ganz einfach, aber in den Regeln, ohne Leute bloß darzustellen. Das ist nicht meine Ambition. Ich will ja, dass die Leute sich wohlfühlen und stärker werden und durch mich wachsen. Ja, so. Und dafür habe ich etwas gemacht, damit ich meine Leute systematisch unterrichten kann und kein Shopping-Kung-Fu darstelle. Weil mich wollen, dieser Sergio da, der Typ, die wollen mich. Sogar EWTO-Mitgliedsschulen wollen mich verlegen, obwohl sie es nicht dürfen. Ich mache es nicht, aber die wollen spezifisch, ich will nur das lernen. Ich will nur das lernen, sorry, ich bin kein Do-it-yourself-Kung-Fu-Master for Shopping-Kung-Fu, mache ich nicht. Ja, und ich habe Leute, die wirklich viel Geld investieren wollen, für ein paar Stunden. Ja, die Zahlen möchte ich nicht, aber die sind blöd. Aber ich sage nein dazu, ist nicht wichtig. Ich bin lieber mit dem zufrieden, was ich aufgebaut habe, mit harter Arbeit. Meine Leute können sich auf mich verlassen und ich habe 10 Tage im Jahr, die ich für wie euch jetzt heute als Gastlehrer gebe, damit Leute einfach mal sehen, hey, was macht denn der eigentlich? Können wir den kennenlernen? Was ist eigentlich Herdmasse? Was ist der Unterschied zwischen denen und anderen Wing Chun? Das ist euch überlassen, wenn ich jetzt rausgehe, mein Rücken weg ist, könnt ihr diskutieren, könnt ihr denken, was ihr habt und mit euren Lehrern reden und was auch immer die Zukunft ist, ist euch überlassen. Und jemand, der bei mir reinkommt, ihr werdet immer als erwachsene Menschen fair und wenn irgendwann mal jemand nicht will, habe ich ja auch, der sagt einfach, danke Sifu, danke für die Zeit. Ich habe jetzt einen gehabt, der hat 6 Jahre, kam von der WTO, hat nichts gekonnt, jetzt hat er 4. DG, jetzt kann er was und hat sich bedankt, ist weggegangen. Soll ich den Kopf abreißen? 6 Jahre, ich dir, jetzt lässt du. Na gut, toll fühlt sich sowas nie an. Aber das ist sein, dass sagt Sifu, danke, aber ich habe andere Ideen, ich will ganz allein, ich will keinen Verband mehr, aber macht sein Ding weiter. So, muss ich machen. Ganz normal. Er hat sich sehr höflich bedankt, hat kein böses Blut und jetzt macht sein eigenes Ding weiter. Ist okay. Das ist normal. Das ist das Leben. Schlimmer, seit 10 Tagen spricht mein Sohn mit mir nicht. Wo soll ich das mal ausflippen? Hat seinen Ego-Trip zurzeit, ist 2 Monate Schule gespenst, jetzt haben seine I-20-Studentenvisa weggenommen, weil die Schüler jetzt das gemeldet haben, jetzt kriegt er seinen Green Card nicht. Aber ich habe ihn seit einem Jahr gewarnt, weil er ein gelunzt hat und jetzt hat er seine eigene Karriere und 2,5 Jahre hat mir $70.000 gekostet. Schule, Auto, Verpflegung. Jetzt bin ich natürlich sauer, was soll ich jetzt machen? So einen Kopf abbeißen? Das ist ein Leben, Enttäuschungen sind da, aber wenn wir stark sind, egal wie ökonomisch, das belastet mich sehr. Das ist Geld, das ich nicht so gerne ausgegeben habe, weil er ist 29 Jahre alt. Der ist Regisseur und Kameramann, aber darf nicht arbeiten da drüben. Muss ich eine Schule, die er nicht braucht, bezahlen, damit er sein Visum kriegt. Gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Das heißt, ich habe ja meine Probleme menschlich auch. Aber deswegen, Wing Chun macht mich so stark, ich muss härter arbeiten, ich muss mehr Lehrgänge machen. Und mein Sohn, also ich verkaufe keine Teppiche, keine Autos, das ist mein Leben. So. Und die Preise sind sehr vernünftig. Ja, und sehr balanciert, für was ich mache. Und Leuten nicht passt, keiner muss bei mir mitmachen. Das ist das Schöne. Es gibt 7 Milliarden Menschen fast auf der Welt. Ich werde immer Schüler finden. Der will das Süd machen, so viel Appmas Werbung.